Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Und ja, ich habe hier ein paar Kerzen. Und wir haben zwei mächtige Bären bekommen und einen normalen Bären. Hallo, hier ist die Mathilde. Ah, die ist auch da. Oh Mann, die kacken ganz schön viel. Hallo Mathilde, du auch hier? Ja. Was für ein Zufall. Alles vollgekackt, oder was? Noch nicht komplett, aber schon ganz schön gut. Ganz schön gut. Was liegt heute an? Wir wollten eine Perch machen. Oh, das ist eine Idee. Nee, falsch. Dann aktiviere ich das erstmal, wenn ich das wieder finde. Ja, wir müssen dann vor allem gucken, wo wir hin müssen, weil es kann sein, je nachdem, wo die Perch stattfindet, ja, dass wir eventuell noch ein paar Jungs da hochbringen müssen. Das wird da angezeigt. Gott sei Dank. Oh, was habe ich denn? Welcher Wert muss denn runter? Säuberungsanzeige, Aktualisierungsintervall, Aktivierungswert. Ich glaube, der Aktivierungswert war das. Hier, ich mach den mal. Nee, ich will ihn auf 1 haben. Geht nicht, ja. Also müssten wir eine Sache bauen und dann müssten wir schon eine Perch haben, oder was? Oder eine Sache töten. Ich geh mal einen Schieferrücken töten. Ja, geh mal was töten. Töten, töten. Und weißt du was? Ich nehme Stony Mix Stone Face mit. Cool. Ach, stirb! Ich hab was getötet. Ist jetzt Perch? Muss ich noch mehr töten? Ups. Mir hat sich nichts getan. Oh, hier sind voll viele Jungtiere. Oh, Stony Mac Stoneface ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. So, dann klaue ich hier. Klaue mal ein paar Eier. Dann mache ich uns Austernomelettes. Hm. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, wenn diese Säuberungsanzeige ganz unten ist, dann geht's los. Ich glaube, das letzte Mal hattest du die auf 0 gesetzt. Auf 0? Mhm. Können wir auch machen. Du hättest doch mal in das Video reingucken müssen. Ach nee, das hat man nicht aufgenommen. Nee, das hat man nicht aufgenommen. Das, aber das war auch nur irgendwas aktivieren und danach Spaß haben. Ach, du hast ja auch noch so viel Scheiße, Junge. Hä? Hearts of Hearts geht's nicht? So, weil du schon Slot voll hast. Ah. Vielleicht müsste man jetzt noch mal was töten oder so. Ach Mist, ich bin voll. Ich hab vergessen, meinen Typen da noch zu entladen. Ich dachte mal, vielleicht hacke ich was ab und dann passt das auch. Nee, das ist Hotte Hü. Die Folge wird heißen, die Perch fällt aus. Schlecht Wetter.
tun? Ja, keine Ahnung, ich will erstmal mein Zeug loswerden. Raus damit. Malt schön das Getreide, Jungs. Ich wüsste nicht, was ihr sonst macht. Oh mein Gott, man kann einen Schminkspiegel bauen, geil. Der Intervall, der war's. Der untere, ups. Ach, in der alten Basis. Können wir ein Truppen hin? Können wir mal ruhig die alte Basis ab kaputt hauen? Wollen wir hinreiten oder teleportieren? Ich würde ein Stück teleportieren und den Weges. Oder willst du den ganzen Weg hinreiten? Ach Mist, wir brauchen. Ist klar, wir brauchen noch was zu futtern. Der ist ja hungrig. So, so sieht das schon viel besser aus. Ich habe die falsche Kleidung an, kann das sein? Hä, wo ist denn meine Kleidung hin? Weiß ich, wo du die hingepackt hast. Hat die vielleicht ein anderer Sklave an? Ich schätze den Schrank auf. Nein, nein, wo steckst du? Wo ist wieder dieser Junge? Hast du nein, nein? Nein, ich habe Imhotep. Keine Ahnung, wo der ist. Treue. Kehrt nach Hause zurück. Ansei aber auch. Wo waren die denn? Also nein, nein, ist noch auf dem Vulkan. Hä? Wer ist da mit uns abgehauen? Hast du, bevor du dich ausgelockt hast, dran gedacht, ihn ja, habe ich, definitiv. Definitiv. Wie auch immer, nein, nein, wird auf dem Vulkan angezeigt. Dann ist da auch mal eine Rüstung. Ja. Dann halt nicht. Dann lass uns teleporten. Okay.
Ich hab keine Lust auf die Hyänen. Die nerven. Ich hier in Ruhe, ihr Scheißvögel. Aber ihr seid nicht so beschissen wie die Schuhschnäbel. Schuhschnäbel hast du echt gefressen. Ja, die sind scheiß. Nur weil die ein bisschen belämmert aussehen? Ja, und die mich einfach stören. Oh nein, eine Steinnase. Boah, ich hatte schon lange keine Steinnase mehr getötet. Die alte Basis hat man damals nach der Einpurge nicht repariert, oder? Nö. Ich werde auf jeden Fall noch einen Schminkspiegel bauen. Was wirst du spielen? Einen Schminkspiegel werde ich noch bauen. Wow. Krieg ich auch ein? Du darfst meinen mit benutzen. Danke. Bitte. Ich freue mich drauf. Ja, die Begeisterung springt förmlich aus deiner Stimme raus. Ich habe mich schon immer an sowas erfreut wie ein Schminkspiegel. Das sieht man auch. Ich frag mich jeden Tag aufs Neue, wie kannst du dich so toll stylen? Mhm. Ja, ohne Spiegel geht das ganz gut. Das erklärt alles. Hey, erst schmeichelst du mir und dann beleidigst du mich. Dumme Kuh. Du brauchst gar keinen Schminkspiegel. So, wo ist jetzt hier die Purge? Die kommt erst in 7 Minuten. Ist. Na gut, die Basis ist ja schon offen, die können ja quasi rein. Wir können ja quasi die Leute hier. Gazelle. Hä? Bist du nicht freundlich? Oh, nein, Rambo ist aggro. Rambo ist aggro. Rambo ist aggro? Ja. Oder sind mehrere aggro? Wer ist denn da draußen, der rumstresst? Ah, da ist ein Kroko. Ach so. Da war ein Kroko. Ich wollte die nur schon mal ein bisschen hochstellen, damit sie auch gleich da Feinkontakt haben. Wenn die überhaupt das. Ne, die haben ja die Steine kaputt gemacht letztes Mal. Was denn? Ja, ja. Aber da waren wir ja auch nicht da letzte Mal. Ja. Aber ich repariere nichts. Ach, um Gottes. Na, Maus, gibt auf. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon über diese Maus gemeckert habe. Wann kriege ich endlich mal eine neue? Puh, keine Ahnung, zum Geburtstag oder so. Oh mein Gott, hier ist ja noch Essen auf dem Trockengestell. Ja, hier ist überall noch so ein bisschen Loot, aber... Ach ja, das ist schon lange her hier. Unsere nette kleine Küche.
Ja, lang ist es her. Ah ja, wir hatten sogar einen Treppenlift gebaut. Hey, der eine Tänzer hat hier so einen schicken Rock über. Den klaue ich dem. Das darf er ohne tanzen. Der Aufzug funktioniert ja gar nicht. So ein Müll. Das sieht doch viel netter aus. Also irgendwie macht es das gerade nicht besser. Lustig. Ach, du hast auch so ein schickes Röckchen an. Anscheinend haben alle schicke Röcke, nur du nicht. Uiuiui, der hat ja einen Lümmel wie du. Was habe ich denn für einen Lümmel? Lang. Okay. Es gibt einen Angriff, wie unerwartet. Ich bin gar nicht drauf vorbereitet. Oh mein Gott! Ich hab Durst. Von wo kommen sie nur? Wieder dieselbe Ecke? Weiß ich nicht, ich bin deswegen hierher gekommen. Bleib ich mal auf der Seite, bis wir Feindkontakt sehen. Wir hätten hier vielleicht noch ein paar Bäume hacken sollen. Hätte man mehr gesehen. Ach, scheiß auf die Bäume. Die sind so ein bisschen nervig. Ich glaube, wenn die erste Welle vorbei ist, hacke ich die einmal um. Die stören mich. Boah. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ach, die kommt von der anderen Seite des Sees. Das Problem ist, da ist gerade der Riesenkroko. Und ich wette mit dir, der Riesenkroko wird gleich aggro? Nee. Es schießt schon. Oh. Ich komme da aber auch angelatscht. Latsch, latsch, die Heide blüht. Das sind doch die einfachsten Krieger, glaube ich. Ja. Treff nur nicht. Kämpfen? Ich glaube, die Pfeile sind eine Verschwendung. Ja, ich glaube, da hätte man echt die Dingspfeile nehmen können. Hier Knochenpfeile. Oh, ich habe noch Stahlpfeile, nehme ich die. Stahlpfeile? Ja, habe ich von einer Leiche oder so mitgenommen. Warum greifen die immer denselben Punkt an? Die kamen ja letztes Mal auch schon darüber. Ja. Kann man die Perch irgendwie härter einstellen? Ja, ich glaube, wie hart die ist, hängt davon ab, wo die stattfindet. Ah, okay, das kann sein. Hey, die Bäume geben jetzt mittlerweile auch hart. Ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie ein bisschen variieren, so
nicht jedes Mal dieselbe Basis angreifen. Eigentlich sollen sie ja auch unterschiedliche Basen angreifen. Also zumindest hattet ihr uns das ja geschrieben. Ach ja, und wo mir einfällt, was ihr geschrieben hat. Miki, bezüglich unserer Diskussion. Nein. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Conan oder Witcher oder Skyrim. Du sagst nein? Weil Miki behauptet hat, Skyrim wäre besser und da habe ich geschrieben nein. Ach so. Nein, 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 nein. Und dann hat er geschrieben, doch. Und jetzt ist meine Antwort nein. Ja, ich aus der Entfernung habe ich nochmal einen erschossen, der nochmal so einzeln kam, aber irgendwie. Tja. Tja. Kann man ja nebenbei weiterbauen quasi. Ja. Mist, ich habe mich verletzt. Oh, ich brauche Stahlbarren, isoliertes Holz und Zwirn für den Schminkspiegel. Oh, ein Dafari-Windspiel. Oh, hier drin ist ganz viel Scheiße. So viel Scheiße habe ich noch nie im Spiel gesehen. So eine Scheiße mit der Scheiße hier. Oh, habe ich nicht noch irgendwo schlechteres Material für Pfeile? Ich will meine Rasiermesserpfeile irgendwie nicht verbraten hier. Knochen rumfliegen. Ja, kannst doch die Leichen zerhacken, kriegst Knochen. Ja? Oh, was ist das denn Schönes? Oranger Fikusableger. Hat er eine Leiche oder was? Nee, ist irgendwie in der Werkbank aufgetaucht. Ich brauche nur ein paar Steine, mache ich mir Feuerstein. Kommt ja noch niemand, dann gehe ich ein bisschen Stein hacken, bis die kommen. Ich kann auch den großen Krokoplatten machen. Könnte man und dann nochmal die Truhe da looten, ne? Ja. Oh, ich sehe hinten, da ganz weit weg sehe ich Sand. Es gibt bestimmt einen Sandsturm. Oh mein Gott. Es ist immer so dunkel. So, ich habe meinen Stein. Wo ist dein Stein? Ja, für den Kroko. So, ich stehe jetzt hier auf der Basis einfach. Ja gut, dann lock ich ihn erstmal an. Oh, lock mal an. Ah, da bist du. Wo konnte man den noch vergiften? Bestimmt. Ey, mach doch nicht so ein Hin und Her, du kleiner Wichser. Ey, der hat sich. Hat er sich geheilt? Ich glaube, der hat sich geheilt, diese Sau, ja. So ein Miststück. Ich nehme mal Giftpfeile. Oh, jetzt wird's ja dunkel. Das ist ja auch immer dann dreht, wenn ich gerade meinen Powerfile losschicke.
Oh! Also irgendwie könnt ihr Nein-Nein da mal hin. Nein-Nein? Oder Nein-Nein, hier Hackfresse die zweite. Oder der zweite. Immuntep geht mal. Ich komme mal in deine Richtung. Sollen die mal was tun für ihr Geld? Ist die Purge schon vorbei eigentlich? Nee, da kommt doch immer ein Ton. Los! Jetzt hau den mal da kaputt! Es bleibt da wenigstens mal eine ordentliche Stelle hier. Ja. Ich mach noch nicht. Das ist ja nett von dir. Dann kümmere ich mich mal ein bisschen um die Rüstung. Oder auch nicht. Ei, der haut aber schön zu. Ja, ich mach dann wieder Bogen. Imhotep ist aufgestiegen. Stufe 14 ist er jetzt. Ich zerhack den mal. Mach mal. Assassine. Ich glaube, das habe ich schon mal festgestellt. Brauchst du Wildfleisch oder sowas? Nee. Wo waren seine Kacktruhe? Hier beim Stein. Aber der Stein ist wieder neu da, weil der war ja eigentlich weg, nachdem wir hier so nah gebaut haben. Stimmt, der kam nie wieder, ja, genau. Ja. Hier ist die Truhe? Ja, hier. Ach, da. Licht der Esse. Cool, was ist das? Eine legendäre Waffe, Gesundheitsschaden 57, Rüstungszeug dringend 33. Ich denke mal, das ist ein Kolben, hier sowas zum Hacken. Toll. Voll langweilig, der Typ. Auch die Säuberung läuft noch weiter. Ja, ja, ich habe auch gerade schon geguckt, ich glaube, es hängt irgendwer. Bestimmt. Komm mal her. Nein, Hackfresse. Bin zu schwer. Ich kann nicht gehen, Hackfresse. Oh, warte, da geht jemand lang. Oder bist du das? Ja, ich bin überfordert. Du bist überfordert. Wo ist Hackfresse? Drück doch einfach einmal auf E. Tue ich schon. Er kommt nicht. Gib doch Imhotep ein bisschen was. Imhotep, komm mal her. Achso, warum hau ich das nicht weg? Was habe ich hier? 99. Die kamen doch alle hier von der Seite. Ja, irgendwie von hier kamen die. Ne, warte mal, da ist unsere Basis. Vielleicht hängen die irgendwo fest und solange die festhängen, gibt's diese Perch noch. Ich gehe hier mal rechts lang, du kannst ja mal da gucken.
Nee, sind Hyänen. Und wo ist denn mein Typi? Hackfresses, komm doch mal zu her. Also hier ist nirgendwo jemand. Hallo, ich will nichts von euch. Nee, so, das meinst nicht. Du ja gerade, dass da oben sind Hyänen. Ja, wo ich gerade bin, ja. Die Perch ist kaputt. Bäh. Was ist bäh? Dass die Perch kaputt ist, ist bäh. Na, ich weiß ja nicht, von wo die Honks kommen. Ich sehe hier nur andere Viecher, aber keine Menschen. Keine Bedrohung, menschliche Bedrohung. Weil er zeigt doch keine Zeit mehr an, nichts. Nee. So, ich muss erstmal zu meinem Kumpel. Was das Säuberung ist. Voll dumm. Wo ist denn die Hackfresse hin? Ach da. Die Hackfresse hängt am Stein fest. Jetzt ist er erst weg. Jetzt konnte er wegglitschen. Oh, dich möchte ich manchmal echt hauen, du. Ich hätte gedacht, wenn man die erste Welle nicht rechtzeitig beseitigt, dass dann einfach die zweite kommt. Weißt du, so wie ja, bei ja. Das ist Seven einfach Days ist das ja auch so, denen ist es ja auch scheißegal, wie weit du mit der ersten Welle bist. Da kommt die nächste Welle. Wenn du so trantütig bist und nicht in die Potte kommst, ja, ist halt so. Dann kommen die nächsten, aber hier kommt gar nichts. Oh, da ist. Nee. Ja, ich hatte auch gerade, glaube ich, die gleiche Idee wie du. So, dann einfach, weil du mich aufregst. Bring ich jetzt Arnos von Cimmerien um. Heinrich, ich finde das doof. Ich auch. Mach was. Ich will Leute abschlachten. Ja, ich auch. Ich würde es ja cool finden, wenn ich es auch irgendwie manuell wieder deaktivieren könnte, so. Oh doch, ich könnte die Säuberungsstufe könnte ich höher stellen. Mach jetzt mal auf 6. Ah, und es soll mindestens 5 Minuten vergehen, bis die nächste Perch kommt. Dann machen wir aus. Okay, mache ich. Ein Screenshot. Okay, es geht nur auf 1. Beschränkungen. Verzögerungszeit. Säuberungsdauer ist eine halbe Stunde, ja. Ach, du Kacke. Dann mache ich mal hier auf nix. Oh, 10 Minuten Minimum. Weniger geht nicht. Okay. Oder ich könnte sie Perch ja vielleicht erstmal deaktivieren. Vielleicht hört er dann unsere Perch auf. Ist er?
Geh mal wieder rein. Wagen aktivieren. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass gleich wieder die nächste startet. Also, nächste Purge sollten wir aber erst starten, wenn wir irgendwo sind, wo wir hinbiegen können von A nach B. Stimmt eigentlich. Ja, ich weiß. Warte mal. Schaffen wir es in 10 Minuten zur Basis? Ich weiß nicht. Erstmal haben wir diese Purge gewonnen. So, lass mal schnell zurück. Oh, kletter hier mal schnell runter. Ich habe ein bisschen getanzt. Auf einen ganz hohen Punkt. Also einmal würde ich es gerne mal versuchen. Ja, ich auch. Das war gerade nicht befriedigend. So, ich gucke jetzt mal auf die Zeit. 12 Minuten haben wir. Wie lange? Bitte? 12 Minuten haben wir. Dann? Ja, ich denke mal, Verzögerungszeit bis zur nächsten Purge bedeutet dann wahrscheinlich, dann kommt in 12 Minuten die nächste Purge. Okay. Ob das jetzt so eintritt, kann ich ja nicht sagen. Also ich glaube, ich konnte es noch weiter runterstellen, aber ich dachte mir, wir brauchen ja eben ein paar Minuten, um dahin zu laufen. Mm. Ich fluche übrigens, wenn die Purge wieder hier stattfindet. Ja, dann ist die Folge zu Ende. Habe ich keinen Bock mehr hierher zu laufen, echt. Dann sollen sie die Basis zu Klump schlagen. Manni und Co., die halten das da schon auf, was da kommt. Also ich glaube, das, was bis da kam, das wird ja sogar hier... Weiß ich nicht. Kennst du noch Robert die Gazelle? Ich glaube, Robert die Gazelle lebt sogar noch, oder? Ist Robert gestorben? Nee, ich glaube, Robert ist gestorben. Aber der hätte sie fertig gemacht. Der hätte sie sowas fertig gemacht. Die hätten keine Chance. Die hätten keine Sonne gesehen. Nichts. Oh! Eine Schar Frostriesen erkundet dein Land. Ei! Ja. Scheiße. Dann jetzt aber Tempo, weil da haben wir so gar keine Verteidigung. Also so wirklich gar keine. Ja, jetzt, jetzt hast du. Dann nehme ich mal die zwei mächtigen Bären, nehme ich dann noch schnell mit und stell die dann da fix auf, ne? Dass wir da ein paar mehr Freunde haben, ja. Leute haben. Oh, und ich muss mich noch umziehen. Imhotep! Komm her, ich brauche deine Klamotten. Ach, das mache ich, wenn ich zu Hause bin. Hier ist es ja noch so warm. Ich wette mit dir, bis unsere Hauptbasis mal angegriffen wird, dann sind alle anderen Basen schon kaputt. Wir haben noch 8,5 Minuten. Oh, ist das ein weiter Weg? Ich glaube, ich kürze durch die namenlose Stadt ab. Mach das, ich folge dir.
das war mir klar. Ach, scheiße, jener. Na, 8 Minuten noch. Ich meine, vielleicht müssen die Eisriesen ja auch erstmal hinlatschen. Und zum Nachhinein, wir hätten doch reiten sollen. Noch 7 Minuten. Und ja, wir rennen direkt an einem Drachen vorbei. Ich glaube auch an den Boss, ne? Ja. Achso, da ist auch noch ein Drache, ja. Ja, ein kleiner. Der will doch nur spielen. Und Freunde finden. Und schon habe ich einen Ohrwurm. Wenn du so klein warst, so groß wie ich mir schaue, möchte nur spielen und Freunde finden. Sag du und dein Pferd, wie wär's mit euch zwei? Nein. Oh, das ist so ein schönes Lied. Ein schönes Kinderlied aus einer schönen Kindergeschichte. Wir haben noch 6 Minuten. Ja. Das schaffen wir. Ich gebe mein Bestes. Hackfresse auch. Ich hätte gedacht, der Weg ist länger. Sind jetzt gerade mal 7 Minuten unterwegs. Nur es geht ja. Immerhin schon fast bei den Nashörnern. Ups, ich nicht. Ich dachte, du wolltest hinter mir herlaufen. Ich hab dich, ja, du bist immer so schnell. Ich komme da nicht hinterher. Ich hab die Ausfahrt verpasst. Bin schon ein Stück zu weit gelaufen. Du brauchst mich eigentlich auch gar nicht für die Eisriesen. Das schaffst du eigentlich auch alleine. Doch, für die Eisriesen hätte ich schon gerne deine Unterstützung. Ach komm, diese bisschen Eisriesen da. Knuddelst du weg. Ja, deswegen nehme ich ja auch die Bären mit. So, ich bin schon mal beim Schlangentempel in Sepermoon. Ja. Ich bin gleich bei den ersten Nashorn. Und hab noch 4 Minuten. Erste Nashorn hat mich entdeckt. So, erstmal, Imhotep bewegt deinen Arsch. Der ist wahrscheinlich irgendwo bei den Nashörnern hängen geblieben. Ich sehe meinen Kumpel gerade auch nicht. Ach, der ist noch bei den Nashörnern, okay. Imhotep, da kommst du gelaufen. Ich muss dir ein paar Beeren aufbinden. Voll der Wortwitz. Da freut er sich. Aber nicht über den Wortwitz. Ah, was hast du hier für Scheiße in den reingeräumt? Raus, Mensch. Schmeiß es weg.
Wir haben doch keine Zeit. Ich bin beim Schlangentempel. Ich bin umgezogen. Schön. Mit der Rüstung friere ich mir bestimmt die Eier ab. Welche hast du an? Ach, die ist chimärische da. Oh, die passt. Ich bin gleich vor unserer Haustür. Sehr schön. Oh, wir haben noch 2,5 Minuten. Ja, ich renne auch gleich rein und zum Tempel. Hallo. Du hier. Ja, ich musste noch ein paar Beeren holen. So eine Minimalverteidigung. So, jetzt keinen Fehler machen. Nee, der war es nicht. Der ist es. Das wäre es jetzt gewesen. Boah, jetzt beam doch mal. Ich bin schon unterwegs. Bin schon auf der Enterprise. Ja, du hast meinen Beam-Vorgang unterbrochen. Ja, klar. Jetzt ist Scotty wieder schuld, oder was? Jo. Leg dich mit Scotty an. Mir ist kalt. Mimimi. Eigentlich irgendwo unsere Basis? Ich glaube, ich war hier so häufig, ich habe noch nicht mal die Basis markiert. Markiert habe ich sie auch nicht, aber ich weiß, wo sie ist. Ah ja, ich auch. Das Purge-Symbol. Hä? Wieso sind es jetzt auf einmal noch 9,5 Minuten? Weil danach die nächste. Ich hätte sie sehr kurz eingestellt. Keine Ahnung. Die Tür ist ja offen. Hast du keine Tür eingebaut? Kann sein. Dach ist auch nicht fertig. Ich würde die Bären draußen aufstellen, ne? Ja. Ich guck mal kurz, was ich da eingestellt habe. So, jetzt aber bitte nicht gleich das Mammut da angreifen. Jetzt habe ich ja noch die ganzen... Eine Schar Frostriesen greift an. Oh, ich sehe sie schon an. Hast du auch was Kleines? Wo sind die alle so? Hier an meine Bären. Was tun vor einer? Das sind doch keine Frostriesen. Da ist eine Trägerin. Ich glaube, die Bären sind sehr schnell hinüber. Ich glaube, die werden ein toller Träger. Hat man 3 Bären? Ja. 2 mächtige und einen normalen. Okay. Oh, ich glaube, hier hätten wir echt ein paar Niederknüpfe mitnehmen können. Ich will den mächtigen Bären noch nicht verlieren. Ich glaube, den ist nicht zu kalt, den Bären. Hätte ich nicht gedacht. Die frieren. Die frieren? Ich glaube, die frieren. Stimmt, Temperaturanzeige. Wann erfrieren die Bären eben? Boah, die armen Bären. Ja, das finde ich auch schade. Oh, Hexenpulver. Oder Drachenpulver. Und Sternmetallpfeile. Oh, die nehme ich mit.
Ja, die Bären sind schon ziemlich im Arsch. So wie es ist, können wir nicht so einfach mit nach Hause nehmen, weil die jetzt aufgestellt sind. Die müssten uns, wenn, tatsächlich folgen. Oh, ein Überpriester wäre auch noch mal interessant gewesen. Hallo. Oh, ich habe Kochspezialist 5 gelernt. Den einen habe ich irgendwie in den Boden gesteckt, den Bär. Der lebt jetzt noch weiter. Ah, sehr schön. War bei Frostriesen, hätte ich jetzt mehr an Frostriesen gedacht. Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber es sind schon interessante Kämpfer dabei. Also da hätten wir wirklich Knüppel mal mitnehmen können. Die hätten uns, glaube ich, echt noch coole Sachen geben können. So die Rüstungsmacher und so. Ja. Da ist ein Frost. Beiner an. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Er ist ja auch hinter dir. Ja, mir wird einen kalt. Hab ich jetzt. Ahaha. Ohne Treppe ist kaputt. Oh. Oh Scheiße, ich bin ja fast tot. Was soll das denn? Aua. Aua, wer schießt denn da auf mich? Ich bin's nicht. Ah! Wo kommt der denn hier hoch? Schieben! Hey. Aua! Ich glaube, unsere Bären sind tot. Oh, da kommen noch ein paar. Thank you.
So. Jetzt reicht's hier aber. Haben wir besiegt, ne? Da kommt gleich noch mehr. Echt? Ja, ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen, eine Schar Eisriesen greift an. Nee, wurde besiegt, habe ich bekommen. Ach so, besiegt. Ich wollte nur schnell wieder deaktivieren, bevor die nächste kommt. Das stimmt, das reicht jetzt. So. Eine Schar Yetis wurde besiegt. Ach, Yetis waren's. Ach so, habe ich mir verlesen. Schade. Egal, die waren auf jeden Fall cooler. Sternmetallhammer. Ja, auf jeden Fall. Die haben sich gelohnt. Ja, also wie gesagt, hier hätte man echt hier noch mal... ein schöner Stolz der Asir-Gamaschen. Ein Sternmetallbahn, ey. Wir hätten hier die ganze Zeit die einfach zerkloppen sollen. Vor allem voll viele Schieferrückenpanzer. Die habe ich jetzt bisher nicht gefunden. Doch, ich habe tatsächlich schon 2 Stück gefunden. Nämlich auch diese Pfeile. Cool. Hier oben noch wen getötet. Ach, der ist wahrscheinlich runtergefallen. Oh, der bringt sogar Schleimsuppe für unsere Sklaven mit. Ach, das ist aber nett. Finde ich auch, das ist ein sehr netter. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt doch langsam mal einen Break machen, weil die Folge ist doch schon länger ja, als ja, wir... Ja, alles ne? gut. Gut, dann hoffen wir es, dass es euch gefallen hat und ja, lasst euch mal überraschen, was wir nächste Folge machen. Also, reingehauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.